Modellbahnfreunde, herzlich willkommen zu einer kurzen Vorschau auf die Folge 20. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier eine Packung halbe Gleise von Fleischmann besorgt. Die Nummer 6102 ist das. Und zwar habe ich folgende Änderungen vor. Diese beiden Radien, Radius 1 und Radius 2, werde ich um eben ein solches halbes Gleis verlängern. Dadurch gewinne ich Raum für 1 bis 2 weitere Häuser. So, und zwar kommt hier ein halbes Gleis ran, hier und hier hinten jeweils. Dadurch verschieben sich die Radien bis hierhin und ich gewinne den Platz für eben diese Altstadtgebäude, die ich noch nicht habe. Auf die Idee hat mich Folgendes gebracht. Ich habe ja, wie ihr wisst, diese Hälfte und diese Hälfte von den beiden Radien verschraubt, weil die Gleise hatten sich durch die Hitzeeinwirkung gelockert. Ach übrigens, der Vorhang, den ich mir deswegen angeschafft habe, hat gute Dienste geleistet. Es gibt keine direkte Sonneneinstrahlung mehr auf meine Anlage. Auch die Nägel, die noch drin sind, die ja noch überwiegend drin sind, halten bisher. Und die Schrauben halten auch bisher. So, jetzt will ich euch erzählen, warum mir dieser Plan hier eingefallen ist mit der Gleisverlängerung. Hier drunter ist eine Schraube, können wir das mal hochnehmen. Das war die letzte Schraube, die ich reingeschraubt habe. Alle weiteren Gleise hier, da sind noch die alten Nägel drin. Aber diese Schraube ist mir abgebrochen und jetzt passt weder ein Nagel noch eine Schraube rein. Deswegen muss ich ohnehin die Gleise lösen und die Schraube mit einer Kneifzange rausholen, also das abgebrochene Stück. So, dieser abgebrochene Nagel hat mich also auf die Idee mit der Gleisverlängerung gebracht. Was ich auch noch machen könnte, weiß ich noch nicht genau, dadurch, dass hier auch 2 halbe Gleise noch hinzukommen, könnte ich dann auch den Bahnsteig um eben diese Länge verlängern. Soweit also mein Plan. Wann ich ihn umsetzen werde, das weiß ich noch nicht. Es darf auf jeden Fall nicht so heiß draußen sein. Also vielleicht im nächsten Monat. Aber es kann auch sein, wenn das Wetter jetzt kühler wird, dass ich das schneller umsetze. Und wenn ich das umsetze, dann werde ich euch live dazu mitnehmen. Also, bis dahin, bis zum nächsten Update, also bis zur Folge 20. Alles Gute und wir sehen uns. Tschüss!